Irgendwo im Nirgendwo, in den Savoyen, in der Maurienne, im Argtal. Die Sonne erreicht die Bergspitzen. Hier unten im Tal hat es noch nicht geschafft, es ist noch ziemlich kalt. Ja, der Drahtesel ist gepackt, oder der Lastesel, besser gesagt. Und ich fahre heute ein Stück das Argtal hinunter, also am Arc entlang westwärts, flussabwärts über Modane und Orel, etwa 30 Kilometer bis nach Saint-Michel-de-Maurienne, bevor es von dort dann nach Süden hoch auf den Col du Télégraphe weitergeht und von dort aus weiter nach Valois. Ja, und weil ich mir gestern Abend wohl den Magen verdorben habe irgendwie und seit heute Morgen mit Übelkeit und Erbrechen zu kämpfen habe, wird es heute wohl nur eine Halbtagestour werden. Das heißt, den Col du Galibier, der sich hinter Valois anschließt, den hebe ich mir dann wohl besser für morgen auf. Ja, dann ziehe ich in dieser Morgenkühle mal los und hoffe, dass es irgendwann noch ein bisschen wärmer werden wird. Hier sind immer viele Schafherden und Schäfer hinten. Die werden natürlich ganz verrückt, wenn Radfahrer vorbeikommen. Na ihr. Inzwischen sind es nur noch wenige Kilometer bis Modane und hier kommt auf einmal eine Festungsanlage in den Blick, das Fort Victor Emmanuel. Das sind ja schon eine ganze Menge Gebäude in diesem Fort. Festungsanlagen gibt es auf dieser Strecke übrigens einige, offenbar war auch dieses beschauliche Tal mal zwischen irgendwelchen Parteien umkämpft. So, das ist Saint-Michel-de-Maurienne. Hier war gerade die Abzweigung Richtung Valois auf den Pass, den Col du Télégraphe. Und nun geht es einmal über den Arc und unter der Autobahn hindurch und dann warten die Berge. Das ging jetzt von Modane nach Saint-Michel richtig schön runter, so wie man sich Radfahren vorstellt. Mäßig bergab, Tempo 25-30, man konnte sich hoffentlich rollen lassen. Das ging mit einem Rutsch. Aber jetzt kommt der Anstieg und da geht der Stundenkilometer-Schnitt ganz schnell kaputt. Ich würde mich festlegen und sagen, das ist der Pass mit den meisten Radfahrern. Sogar erstmalig nicht nur Rennräder, sondern auch Tourenräder. Vive le Tour. Okay. Na, wie schön, dass auch ich angefeuert werde. Ja, jetzt wird es doch heiß. Heute Morgen habe ich mir die Sonne herbeigewünscht. Jetzt bin ich über jeden Baum froh, der mal ab und an Schatten spendet. Also dieser Col du Télégraphe, der ist zwar nicht so bekannt, aber er geht ja auch schätzungsweise 700-800 Meter hoch. Wieder ganz nette Picknickplätze.
aber doch etwas lärmbehaftet. Gerade bei den Motorradfahrern. Da gibt es solche und solche. Also die wirklich zivilisiert fahren und andere, die fahren wie die gesenkten Säue, drehen ihre Maschinen hoch bis zum Anschlag, überholen an den unübersichtlichsten Stellen. Wie klein selbst die Ortschaften bei solchen Riesenbergen sind. Das sind alles fette 3000er. So, der letzte Kilometer bis zum Pass. Mit Magenkrämpfen, Brechreiz bzw. Erbrechen. Oh Mann, das ist echt nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und weil ich so langsam fahre, bin ich jetzt auch noch voll in die Mittagshitze reingeraten. Naja, aber nicht jammern, sondern Zähne zusammenbeißen. Noch 70 Metern. Das geht hier aber auch wirklich konstant mit 7% hoch. Eigentlich sehr angenehm, weil man gleiche Trittfrequenz haben kann, aber in meinem Zustand zu steil. So, bevor ich verdurste, noch ein letzter Blick ins Tal. Sieht man, bekommt man einen Blick für die Dimensionen und auch wie gnadenlos sie die Autobahn da durchgezogen haben. So, aber ich glaube, auf dem Pass gibt es Erfrischungsgetränke und die brauche ich jetzt auch. Zieleinfahrt. Nicht schnell und nicht schön. Aber alles, was zählt, ist das Schild. So, ich habe mich jetzt mal ein wenig ins Abseits gestellt. Ich hatte den Platz gesucht. Wir sind die Gäste gehalten. Und jetzt denke ich, fahre ich mal runter nach Valois. Es ist noch früh. Ja, nur ein halber Tag heute und gucke, ob ich da eine schattige Bank finde. Und dann suche ich mir eine Übernachtungsmöglichkeit und hänge mich über die Schüssel. So sieht's aus. Und wenn ich das richtig deute, dann geht es jetzt ganz sanft etwa 150 Meter nach Valois bergab. Aber ich muss sagen, trotz aller Touristik sieht mir das im Kern hier noch deutlich historisch gewachsener aus als die ganzen künstlich angelegten Skiorte wie Valminier oder auch Val d'Isère. Hier ist aber wirklich ein Hotel oder Café neben dem anderen. Aber es macht einen sehr einladenden Eindruck und die Preise sind auch noch sehr zivil.